Wir haben letzte Woche gesprochen über die Treuepflicht. Sie erinnern sich daran? Ja? Nicht nur in Gesetz und Ökonomie, wir haben auch hier darüber gesprochen. Die Treuepflicht. Wir haben hier die Girmes-Entscheidung diskutiert. Wer erinnert sich an die Girmes-Entscheidung? Keiner. Worum ging es in der Girmes-Entscheidung? Drei Probleme, wie ich Ihnen gesagt habe, bei der Girmes-Entscheidung. Girmes, letzte Woche, 7 Tage her. Es ging in erster Linie um die Treuepflicht von Minderheitsaktionären. Ja. Das hat die auch bestätigt. Der zweite Punkt war, dass wenn eine Entscheidung getroffen werden müsste, zum Beispiel sein Leben auflösen, dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Dann setzt sich, wenn keine qualifizierte Mehrheit erreicht wird, die Entscheidung durch, die eine relative oder einfache Mehrheit hat und die hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Ja. Und das dritte Problem war, wer war hier beklagt? Wer war hier sozusagen der in Anspruch genommene Schädiger? Genau. Also wir hatten die Klage gegen einen Nicht-Aktionär, der nur sozusagen für andere Stimmen abgegeben hat. Was hat der BGH ja gesagt? Wie kriegen wir den in die Haftung rein? Wieso haftet der überhaupt? Er hat auch gar keine Treuepflicht, weil er gar nicht Gesellschafter ist. Ja, der BGH sagt, er handelt wie ein Vertreter ohne Vertretungsmacht, weil ja der Aktionär selber nicht hätte mit Nein stimmen dürfen, darf er ihn auch nicht bevollmächtigen, mit Nein zu stimmen. Das heißt, die Weisung ist unwirksam und damit überschreitet er seine Vertretungsmacht, wenn er mit Nein stimmt und damit alles blockiert. Die zweite Frage war, wann hat die Minderheit auch eine Treuepflicht? Und die Antwort war, dann, wenn die Minderheit eine Entscheidung maßgeblich beeinflussen kann, was insbesondere bei qualifizierten Mehrheiten der Fall ist. Und die dritte Frage war, woher weiß ich denn, ob ich für Auflösung oder für Sanierung stimmen muss? Und da hat der BGH gesagt, es setzt sich das durch, was sozusagen von der Mehrheit der Gesellschafter gewollt ist, weil die Minderheit kann die Auflösung nicht erzwingen, sodass im Zweifel die Sanierung vorzuziehen ist. Das war die Girmes-Entscheidung. Ansonsten spielt das Ganze natürlich auf individueller Ebene eine Rolle bei den räuberischen Aktionären, die missbräuchliche Anfechtungsklage. Wenn jemand gegen einen Beschluss nur vorgeht, um für sich selber einen Sondervorteil herauszuholen, ist das treuwidrig. Wenn also das einzige Ziel ist, einen Vergleich zu machen, der zu einer Geldzahlung führt, verletzt der Aktionär auch als Einzelner mit einer Aktie die gesellschaftsrechtliche Treuepflicht. Praktische Relevanz, insbesondere bei der missbräuchlichen Stimmrechtsausübung. Die Rechtsprechung sagt, wenn ich einen Vorstand entlaste, der bewusst gegen das Gesetz verstoßen hat, zum Beispiel, weil er die ganzen Abgase in die Umwelt gepustet hat, den Atommüll in den Rhein gekippt hat oder Ähnliches, dann darf ich ihn nicht entlasten, weil wer Unrecht handelt, darf nicht belohnt werden. Das heißt, der Aktionär, der für Entlastung stimmt, wird so behandelt, als hätte er mit Ja gestimmt. Ja, also ihr Nein zählt als Ja. Was vor allen Dingen deshalb natürlich lustig ist, weil die Entlastung ohnehin keine verbindliche Wirkung hat. Aber wir wollen dieses Signal direkt unterbinden. Der Fall, den wir hatten, war der Girmes-Fall, die Verhinderung einer sinnvollen Sanierung. Auch da gilt die Nein-Stimme als Ja. Und wenn man Organe wählt, die befangen sind, hier konkret den Abschlussprüfer, ist die Stimme auch ungültig. Ich kann also sozusagen nicht sagen, ich wähle den besten Freund des Vorstandes zum Abschlussprüfer, sondern ich muss da jemand Neutrales wählen. Warum gilt dieses Problem der befangenen Menschen nicht beim Aufsichtsrat? Warum darf ich befangene Aufsichtsratsmitglieder wählen? Und warum macht man da nicht, ist auch unwirksam, wenn ich meinen Vater als Aufsichtsratsmitglied wähle oder meinen besten Freund. Gut, hat der Aufsichtsrat wirklich keinen Einfluss auf die Geschäftsführung? Was macht der Aufsichtsrat? Ja, also der hat schon einen erheblichen Einfluss, der bestellt den Vorstand und er setzt die Vergütung fest, er macht Schadensansprüche geltend, also das ist nicht der Einwand, aber warum soll der Aufsichtsrat möglicherweise sogar befangen sein? Weil er als Interessenvertreter der Aktionäre ist. Ja,
die von den Aktionären gewählten Vertreter im Aufsichtsrat sollen die Interessen der Aktionäre vertreten. Das ist nicht irgendwie ein staatliches Aufsichtsorgan oder ähnliches, sondern der Aufsichtsrat repräsentiert die Interessen der Aktionäre und es gibt die Arbeitnehmervertreter, die vertreten die Arbeitnehmer. Ja? Ja. Also, das ist der Aufsichtsrat. Deshalb, nur beim Abschlussprüfer, wenn Sie da jemanden wählen, der nicht neutral ist, also nicht die öffentlichen Interessen verfolgt, können Sie dagegen vorgehen. Bei Aufsichtsratsmitgliedern können Sie nicht sagen, das ist alles eine Familie oder irgendwas. Das ist halt Pech. Und schließlich, auch das hatten wir schon, der Missbrauch des Rede- und Fragerechts. Sie kennen das, der Mensch, der so lange redet, dass kein anderer mehr zu Wort kommt, so wie ich hier. Also, könnte sagen, Professoren, die da in der Verhaftung auftreten, die darf man dann irgendwann unterbrechen und sagen, vielen Dank. Die anderen wollen auch noch mal was sagen, denn die Hauptversammlung muss an dem Tag abgeschlossen sein, für den sie einberufen ist. Das heißt, spätestens um 24 Uhr müssen die Beschlüsse gefasst sein. Wenn sie also lang genug reden, können sie verhindern, dass das Ganze funktioniert. Deshalb kann man auch das begrenzen aus der Treuepflicht. Gut. Die streitige Frage ist, gibt es auch Wettbewerbsverbote für Aktionäre? Der 88-Aktiengesetz sagt, der Vorstand der AG unterliegt einem Wettbewerbsverbot. Das ist nun relativ unspektakulär. Im GmbH-Recht sagt man, der Mehrheitsgesellschafter unterliegt grundsätzlich einem Wettbewerbsverbot. Das heißt, er darf nicht in Konkurrenz zur GmbH treten. Im Aktienrecht sagt der BGH, ist das grundsätzlich anders. Und zwar sagt der BGH, wenn bereits bei Erwerb meiner Aktienbeteiligung ich eine konkurrierende Tätigkeit ausgeübt habe, kann ich die beibehalten. Problematisch kann es allenfalls sein, wenn ich als Mehrheitsaktionär nachträglich auch noch ein Konkurrenzunternehmen aufbaue, dann kann das Bedenken haben. Der Grund dafür ist rechtlich, dass die Aktionäre, anders als die GmbH-Gesellschafter, geschützt werden. Und zwar werden sie zum einen geschützt durch das WPÜG, das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz. Kennt das jemand von Ihnen? Dieses Gesetz sagt, wenn Sie an der Börse oder wenn Sie von einer börsennotierten Aktiengesellschaft mehr als 30% erwerben, dann müssen Sie zwingend ein Gebot auf alle Aktien abgeben, ein rechtlich verbindliches, zum aktuellen Börsenkurs, vereinfacht gesagt. Also wird Durchschnittsberechnung über mehrere Monate gemacht, aber im Wesentlichen bieten sie auf den Börsenkurs. Das heißt, jeder Aktionär kann an den der 30% Akt verkaufen oder auch nicht. Wenn das nicht tut, hat er billig in den Kauf genommen, dass ab sofort ein Mehrheitsaktionär da ist. Wenn das tut, ist er halt raus. Selbst dann, wenn Sie nicht verkauft haben, werden Sie im Aktienrecht anders als im GmbH-Recht durch besondere Regelungen geschützt. Und diese Regelungen sind insbesondere § 311 und 317 Aktiengesetz. 311 sagt, wenn jemand Einfluss auf eine Aktiengesellschaft ausübt und dadurch der AG ein Schaden entsteht, muss genau dieser Nachteil wieder ausgeglichen werden. Ja, also ich muss exakt das ausgleichen, was ich einem Nachteil zugefügt habe. 317 sagt, ich habe eine Schadensersatzhaftung des Vorstandes und der Hintermänner, wenn das nicht erfolgt. Und diesen Anspruch kann auch jeder Aktionär individuell geltend machen. Das heißt, hier wird der Einzelne geschützt davon, dass über den Konzern Geld sozusagen abfließt aus der AG. Und dieser Schutz, sagt die Rechtsprechung, reicht, um den Aktionär zu schützen. Daneben brauche ich nicht ein Wettbewerbsverbot oder besondere Treuepflichten, weil der kann sich ja darauf verlassen, dass das System AG stabil ist. Die Literatur teilt diese Ansicht nicht. Die sagt nämlich, das WPÜG gilt nur für börsennotierte Gesellschaften. Das heißt, die kleine AG, die genauso wie eine GmbH vielleicht 5 Gesellschafter hat oder 10 Gesellschafter, bei der wäre die Lage ähnlich wie in der GmbH, der arme kleine Aktionär sei ungeschützt. Die Lage sei sogar schlechter als in der GmbH, weil in der GmbH hat der einzelne Gesellschaft ein umfassendes Auskunftsrecht, das heißt, er kann alle Bücher einsehen und gucken, ob das Geld irgendwo hingeflossen ist. In der AG ist der Aktionär schlecht informiert, der Abhängigkeitsbericht ist dann möglicherweise unvollständig oder unverständlich, das heißt, der Aktionär bedarf da besonderen Schutzes.
Und deshalb sagt die Literatur, dass man in einer nicht börsennotierten AG den Mehrheitsgesellschafter, der eine konkurrierende Tätigkeit aufnehmen will, durch Beschluss befreien muss. Und dieser Beschluss bedürfe genauso wie die Vermögensübertragung einer Dreiviertelmehrheit. Das heißt, nur wenn 3/4 der Aktionäre sagen, er darf konkurrierende Tätigkeit haben, kann er weiter aktiv bleiben. Sonst werden ihm seine Rechte entzogen. Das heißt, er kann dann gar nicht mehr abstimmen. Gut. Grundsätzlich sind die Folgen eines Verstoßes davon abhängig, worauf er sich bezieht. Wenn es um die Abgabe von Stimmen geht, ist die Folge zunächst mal, dass jede Stimmabgabe, die treuwidrig ist, gleichzeitig nichtig ist. Nichtig bedeutet, sie wird schlicht nicht mitgezählt. Wenn es also zum Beispiel aus unserem Gürmes-Fall 34% Nein-Stimmen gibt, werden diese 34% einfach nicht mitgezählt und damit kommt man automatisch auf 100% Zustimmung. Weil alle Nein-Stimmen werden einfach ignoriert. Das heißt also, alle haben mit Ja gestimmt. Wenn die Stimmen illegalerweise trotzdem mitgezählt worden sind, muss ich im Grundsatz mit der Anfechtungsklage dagegen vorgehen und sagen, die Nein-Stimmen waren mehr, weil zu Unrecht die Ja-Stimmen gezählt worden sind. Wenn es so ist, dass ich meine, die Ja-Stimmen hätten eigentlich gewonnen, dann muss ich sogar eine positive Beschlussfeststellungsklage erheben und sagen, ich beantrage, dass festgestellt wird, dass der Beschluss zustande gekommen ist, weil die Stimmen sind falsch gezählt worden. Bei richtiger Zählung wäre der Beschluss zustande gekommen. Das heißt, die Feststellung, der Beschluss sei nicht zustande gekommen, ist falsch. Deshalb positive Beschlussfeststellungsklage. Es soll festgestellt werden, es wurde das und das beschlossen. Im Übrigen kann ich immer verlangen bei Treupflichtverstößen Unterlassung und Schadensersatz. Unterlassung heißt, bitte beim nächsten Mal richtig machen. Ja, also mach es nicht nochmal so. Schadensersatz heißt, mach es wieder gut. Die dritte Möglichkeit ist Beseitigung, das heißt verschuldensunabhängig Wegschaffung der Folgen der treuwidrigen Handlung. Das, sagt man, ist grundsätzlich nicht möglich, weil es den Aktionär unzumutbar beeinträchtigt. Stattdessen grundsätzlich Rückabwicklung nur im Rahmen von Schadensersatz über Naturalrestitution. Gut, damit sind wir mit dem Treupflichtkapitel auch zu Ende. Und wir kommen jetzt zum Aktienhandel. Aktienhandel haben wir in der allerersten Vorlesung schon mal angedeutet. Wir haben gelernt, Aktionär ist derjenige, der eine Aktie hat. Aktionär wird man, indem man Aktien zeichnet. Das heißt, indem man entweder bei der Gründung oder einer Kapitalerhöhung Aktien direkt von der Gesellschaft erwirbt. Originärer Erwerb. Die neue Aktie geht an den Aktionär. Der Regelfall ist allerdings der derivative Erwerb und das heißt die Übertragung Kraft Rechtsgeschäft oder natürlich für die Freunde des Erbrechts der Übergang Kraft Erbfalls nach 1922 BGB. Das sollte für Sie jetzt nichts allzu Neues sein, das ist eigentlich immer so. Wenn wir über Erbfall reden, kommen wir ganz schnell zu dem Problem, eine Person muss nicht einen Erben haben, sondern sie kann eine Erbengemeinschaft hinterlassen. Sie wissen das, der M stirbt und hinterlässt als Erben seine Frau F und seine 10 Kinder, dann bilden F und die 10 Kinder eine Erbengemeinschaft. Das heißt, die Erbengemeinschaft besteht aus 11 Personen. Die Erbengemeinschaft ist nach heute ganz herrschender Meinung nicht rechtsfähig. Anders als eine GbR kann die Erbengemeinschaft nicht wirksam nach außen auftreten. Die eine Aktie, die unser Erblasser aber hatte, gehört nun den Erben. Ja? Das heißt, quotal theoretisch jedem ein kleiner Teil. Damit das Ganze praktisch umsetzbar ist, hat § 69 eine Regelung dafür, dass eine Aktie mehreren Personen zusteht. Und 69 sagt, in diesem Fall müssen diese 11 Gesellschafter oder diese 11 Inhaber der einen Aktie einen gemeinsamen Vertreter bestellen, der sie nach außen vertritt. Das scheint relativ trivial, damit die eine einheitliche Stimme haben, denn eine Aktie hat halt nur ein Stimmrecht, da macht es keinen Sinn, wenn 11 Leute sich da streiten.
Soweit die Einlagen noch nicht erbracht sind, haften alle Beteiligten als Gesamtschuldner. Sie erinnern sich, 421, man kann jeden in voller Höhe in Anspruch nehmen. Das heißt, jeder Erbe haftet in voller Höhe für die noch nicht erbrachte Einlage. Und für die Passivvertretung sagt 69.3, reicht es, wenn die Erklärung einem Erben zugeht, außer die Berechtigten haben gegenüber der Gesellschaft einen gemeinsamen Vertreter benannt. Das betrifft so Sachen wie zum Beispiel die Einberufung zur Hauptversammlung. Sie erinnern sich, da habe ich die Möglichkeit, die öffentlich bekannt zu machen. Aber ich kann auch dem Aktionär das Ganze per Einschreiben zuschicken. Dann sagt der 69, reicht es, wenn es einem Erben zugeht, der muss dann halt den anderen weitersagen. Einfache Regelung kriegen wir hin. Wenn wir über den derivativen Erwerb reden, denken Sie zunächst mal, es geht um Wertpapierrecht. Wertpapiere haben den großen Vorteil, man kann Wertpapiere gutgläubig erwerben, Rechte oder Forderungen hingegen grundsätzlich nicht. Das heißt, sobald Sie die Forderung auf Papier machen, greifen 932 folgende und Sie kennen auch alle 935-2, der sagt nämlich, Sie können Aktien selbst dann gutgläubig erwerben, wenn sie gestohlen sind, genauso wie Bargeld. Gutgläubiger Erwerb von Inhaberpapieren, gar kein Problem. Ausnahme in 367 HGB, eine Norm, die noch nie jemand gesehen hat. Sie können, wenn Sie Aktien erwerben von einem Kaufmann, kann man eine schwarze Liste haben, man kann dann gucken, ob diese Aktie als gestohlen gemeldet ist, dann ist der gutgläubige Erwerb ausgeschlossen. Das ist aber eine handelsrechtliche Regelung, die kennt kein Mensch, deshalb lassen wir es mal außen vor. Die Aktie hat den großen Vorteil, sie kann einerseits für eine Publizität der Übertragung sorgen. Sie können sagen, hier, bisher hast du die Aktie, jetzt habe ich sie. Sie hat aber auch eine Legitimationsfunktion. Sie können nämlich gegenüber der Gesellschaft sagen, ich bin Aktionär, Beweis, hier ist die Aktie. Ich kriege Dividende, Aktie. Ich darf zur Hauptversammlung, Aktie. Ich darf abstimmen, ganzer Packen Aktien. So kann man es in der Theorie machen. Bemerkenswerterweise sind die AGs nicht verpflichtet, Aktien auszugeben auf Papier, aber der einzelne Aktionär hat im Grundsatz einen Anspruch. Der Anspruch auf Einzelverbriefung kann aber ausgeschlossen werden in der Satzung. Die Satzung kann also sagen, der Aktionär hat keinen Anspruch auf ein Wertpapier über seine Beteiligung. Dann gibt es nur eine Globalurkunde, die irgendwo zentral verwahrt wird. Nochmal, weil es keine Pflicht zur Verbriefung gibt, entstehen die Aktien selbst dann, wenn es überhaupt keine Papiere gibt. Aktien können auch reine Theorierechte sein. Dann gibt es kein Wertpapier, dann ist die Aktie ein reines Recht, genauso wie ein Patent oder ein Kaufpreisanspruch oder ähnliches, wo es keine Urkunde darüber gibt. Die Urkunde ist nicht zwingend. Eine Sache, die irreführend ist, ist, dass die Namensaktie Namensaktie heißt. Die Namensaktie ist nämlich gerade kein Namenspapier. Die Aktie ist ein bloßes Orderpapier. Was bedeutet das? Wir haben jetzt kein Wertpapierrecht hier, aber wir fangen mit dem einfachen Fall an. Die Inhaberaktie heißt deshalb Inhaber, weil das Recht am Papier das Recht aus dem Papier dem Recht am Papier folgt. Wer also Eigentümer einer Aktie ist, ist gleichzeitig auch Inhaber der Aktionärstellung. Wer ein Pfandrecht einer Aktie hat, ist auch gleichzeitig Pfandgläubiger an der Beteiligung in der Gesellschaft und so weiter. Bei der Namensaktie ist es in der Theorie so, dass Sie ein Wertpapier haben und zusätzlich einen zentrale Speicherstelle, nämlich das sogenannte Aktienregister, geregelt in 67-68 Aktiengesetz. Das Aktienregister hat nicht wie das Grundbuch irgendeine Glaubensfunktion oder wie die GmbH-Gesellschafterliste. Das Aktienregister hat allein im Innenverhältnis zur GmbH eine Legitimationsfunktion. Gegenüber der AG gilt nur als Aktionär, wer drinsteht. Trotzdem kann der wirklich Aktionär jemand ganz anderes sein. Das Register hat schließlich
weil es eben so wichtig ist, weil sie keine Dividende kriegen, wenn sie nicht drinstehen, auch eine Pflicht zur Berichtigung. Das heißt, wenn Sie Aktionär sind, können Sie dem Vorstand sagen, da steht jemand Falsches drin, und dann muss er es prüfen. Das ist in 67.5 geregelt. Das kann man dann gerichtlich durchsetzen. Alles ganz schwierig. Namensaktien können Sie zudem vinkulieren. Wer hat letztes Semester GmbH-Recht gemacht, der muss wissen, was Vinkulierung bedeutet. Vinkulierung, was heißt das? Ja, man kann die Übertragung der Aktien von der Zustimmung der Gesellschaft abhängig machen. Warum sollte man das tun? Warum macht man hier, sagt die Aktie kann nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden? Wenn man fremdenfeindlich ist und sagt, wir wollen unter uns bleiben, es darf niemand rein, wo wir nicht alle mit einverstanden sind, dann können Sie Vinkulierung machen. Praktisch relevant ist das bei Nebenleistungspflichten. Nebenleistungspflichten, Sie erinnern sich daran, wann kamen die nochmal vor? Ich habe Ihnen da zwei tolle praktische Anwendungsfälle genannt. Schon wieder vergessen. Sachsenmilch, ja, in der Tat, bei den Milchbauern. Und das andere? Rübenzucker. Ja, beim Rübenzucker. Warum müssen da die Anteile aus denklogischen Gründen vinkuliert sein? Ja, weil sichergestellt werden muss, dass die Person, die halt die Aktien entsprechend erwirbt, auch die Nebenrechte ausüben kann. Ja, die Person, die Aktionär ist, muss ja in der Lage sein, Milch bzw. Zucker zu liefern. Und wenn die Person gar kein Bauer ist, dann ist das ein blöder Trick. Deshalb, bei Nebenleistungspflichten hat man immer Vinkulierung. Das sieht das Gesetz so vor. Gut, die Zustimmung wird erteilt nicht durch die Hauptversammlung, durch den Vorstand. Der Vorstand guckt also, ob ihm das so gefällt, und dann sagt er ja oder nein. Jetzt steht hier Globalurkunde. Globalurkunde bedeutet, es gibt genau eine einzige Aktie, wo drauf steht, das sind alle Aktien der Deutschen Bank. Die liegt an einer zentralen Stelle bei einem Zentralverwahrer und wird dann quasi in Bruchteilseigentum zerlegt. Ganz toll, was dann kommt, sogenannte Coupons, Dividendenscheine. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? Was verstehen Sie unter einem Gewinnanteilsschein oder einem Dividendenschein? Lieber Tipp, ist auch ein Wertpapier. Vielleicht verbinden wir nochmal separat mit Dividendenrecht. Ja, Sie können bei Aktien, teilweise ist es rein optisch so, ich kenne es vielleicht von diesem Zettel, wo steht, ich vermiete eine Wohnung und unten kann man die Telefonnummern abreißen. So steht da unten drunter Dividende für 2018, für 2019, 2020 und so weiter. Dann können Sie dieses Ding abreißen und können sagen, okay, du kriegst jetzt meinen Dividendenanspruch fürs nächste Jahr und dafür zahlst du mir jetzt 1.000 Euro. Dann können Sie die separat handeln, unabhängig von der Aktie. Dann haben Sie ein Wertpapier, was gegenüber der AG den Inhaber legitimiert, diesen Gewinnanteil zu kriegen. Das Gesetz spricht zwar diese Dividendenscheine an in 72 Absatz 2 und 75, wenn es geht um den Verlust von Wertpapieren und dann die Aufhebung. Es gibt aber keine Norm, die sagt, wie diese Dinger nun erstellt werden und auf welcher Grundlage die gemacht werden. Das heißt, es gibt keine Norm, die sagt, das ist ein Gewinnanteilsschein, sondern nur Normen, die sagen, was passiert, wenn man die verliert oder die gestohlen werden oder verbrannt werden. Gut, ich habe es schon angesprochen, Aktien können auch unverbrieft sein. Die AG muss nichts machen, dann gibt es wirklich nur das Aktienregister, dann können Sie es übertragen nach 398 413, das geht auch. Paragraph 10 Aktiengesetz sagt Ihnen ganz allgemein, wann Sie Inhaber- und Namensaktien haben dürfen. Und das Gesetz sagt, grundsätzlich müssen alle Gesellschaften Namensaktien haben. Jeder braucht Namensaktien. Das ist nicht die Regelung von 1965, nicht die Regelung von 1937, sondern diese Regelung ist gerade mal jetzt 3 Jahre alt, 4 Jahre alt. Frage, können Sie sich denken, warum man das so gemacht hat? Alle Gesellschaften
müssen im Grundsatz Namensaktien haben. Mit zwei Ausnahmen, die wir gleich noch uns näher angucken. Was soll diese Regelung bewirken? Wie gesagt, früher stand einmal, Aktien können auf den Namen oder auf den Inhaber lauten. Punkt. Und diese Aufteilung Satz 1, Satz 2 ist eine neue Erscheinung. Ja, man will die Transparenz der Aktionärstruktur erhöhen. Jetzt sage ich Ihnen, da haben wir noch Kapitalmarktrecht. Wir haben noch Mitteilungen nach WPAG. Wenn ich mit 3% beteiligt bin, dann muss ich das halt der BaFin mitteilen. Und wenn ich es nicht mache, dann verliere ich meine Rechte. Das ist doch alles wunderbar. Ja, Deutschland stand auf der schwarzen Liste. Es gibt eine Taskforce und diese Taskforce, FATF, Financial Action Transaction Force, ne, irgendwie sowas, auf jeden Fall, diese Taskforce hat Deutschland auf eine schwarze Liste gesetzt und sagt, es gibt nur wenige Staaten wie Panama, die ganz böse sind und dazu gehört Deutschland. Denn in Deutschland gibt es Inhaberaktien und wer weiß, wie viele von diesen Inhaberaktien bei Terroristen, Verbrechern, Mafia, Wirtschaftsverbrechern im Keller liegen, das weiß ja keiner. Das sind ja Inhaberaktien und Inhaberaktien haben den Nachteil, es ist ein dünnes Papier, was ganz viel Geld hat. Perfekt geeignet für illegalen Handel, Schwarzmarkt, Drogengeschäfte, Waffengeschäfte, alles was es so gibt. Das ist böse. Deutschland, Rating F. Ja, ganz schlecht. Ganz unten im Keller. Das lassen wir deutlich auf uns sitzen und haben gesagt, okay, wenn das halt so ist, dann machen wir halt eine Änderung. Diese Änderung hat aber ein Problem. Diese Änderung hat nämlich das Problem, was denken Sie, wie die Übergangsregelung zu dieser Norm lautet? Wenn Sie jetzt der Gesetzgeber wären und diese Regelung gemacht haben, und Sie haben das wohlverdiente Wissen, dass es viele Aktiengesellschaften in Deutschland gibt. Welches Problem sehen Sie relativ schnell? Es muss zumindest eine Regelung sein, die mehrere, also einen längeren Zeitraum zur Verfügung stellt, um dann eben die Inhaberaktiennamenaktien umwandeln zu lassen seitens der entsprechenden Aktionäre. Ja, das klingt ja schon mal ganz nett, die sagen einen langen Zeitraum, sagen wir mal, okay, 5 Jahre. In 5 Jahren muss jede Gesellschaft Inhaber auf Namenaktien gestellt haben. Wäre das eine gute Regelung? Welches Problem hätten Sie dann? Dann hätte ich immer noch das Problem, wenn sich die entsprechenden Aktionäre nicht melden, dass die Gesellschaft dann Schwierigkeiten haben wird, eben die Aktien zurückzufordern und zu wandeln. Ja, wenn die Aktionäre nicht mitspielen, dann haben sie ein Problem, dann können sie zwar enteignen, aber sie wissen, Enteignung ist nicht so eine ganz nette Sache in Deutschland, da haben sie Artikel 14 und der sagt, wenn man Leuten was wegnimmt durch Gesetzgebung, ist das immer ein Problem. Sie sind ja nicht nur bei Inlass- und Schrankenbestimmung, sondern der Staat kassiert das einfach mal gezielt ein, das geht nicht. Also hat der Gesetzgeber den brillanten Kompromiss gesagt und gesagt, diese Regelung gilt nur für neu gegründete Aktiengesellschaften. Das heißt, alle neuen Aktiengesellschaften müssen sich dran halten, und die alten Aktiengesellschaften bleiben halt weiterhin Geldwäsche tauglich. Also Sie müssen nur eine alte AG nehmen, da können Sie normal Inhaberaktien haben, die neuen nicht. Gut, wenn Sie jetzt neue AG gründen, haben Sie 2 Ausnahmen, das sehen Sie hier. Die erste Ausnahme ist, die AG ist börsennotiert. Das ist klar, das sind die großen Gesellschaften. Da sagt der Gesetzgeber, ist es nicht ganz so gefährlich mit der Geldwäsche, weil da haben wir halt das WPHG, da kann man es melden und dann weiß jeder, was es ist. Die 2. Ausnahme liest sich sehr kompliziert. Erstens muss der Anspruch auf Einzelverbriefung ausgeschlossen sein. Es darf also keine einzelnen Aktiendokumente mehr geben. Und zweitens muss die eine Aktienurkunde verwahrt werden, entweder von einer Wertpapier-Sammelbank oder einem zugelassenen Zentralverwahrer oder einem ausländischen Verwahrer, der die Voraussetzungen des Depotgesetzes erfüllt. Können Sie sich denken, was der Gesetzgeber sich dabei gedacht hat mit dieser Sache? Es gibt zwar Inhaberaktien, aber nur als Globalurkunde, die verwahrt wird von einer zentralen Bank. Man sagt, wenn die Aktien bei der Bank liegen und es gibt nur eine Aktie, dann muss die Bank was tun, um sozusagen zu sagen, wer Aktionär ist.
wenn es nur eine Aktie gibt. Das ist der einzige Weg, damit die Bank ihre Pflicht erfüllen kann, gegenüber ihren Kunden zu sagen, okay, du bist jetzt Aktionär der Daimler AG. Um es ganz praktisch zu machen. Was kann der Staat tun, um herauszufinden, wer Aktionär einer AG mit Inhaberaktien ist, wo es nur eine Globalurkunde gibt, die bei einer zentralen Verwahrstelle aufbewahrt wird? Du musst nur die zentrale Verwahrstelle fragen, du musst ja die Identifikation dann. Ja, natürlich, ich muss ja wissen, für wen sie verwahrt. Das heißt, ich frage dem, wer ist denn für euch alles als Berechtigter eingetragen und kann die dann zurückverfolgen und fragen, okay, für wen verwahrst du, für wen verwahrst du und kann dann rausfinden, wer Aktionär ist. Ich habe also eine Ermittlungsspur und kann einfach sagen, ich gucke mir jetzt die Listen der Banken an, ist also im Grunde wie bei einer Namensaktie, nur dass das Register nicht bei der Gesellschaft ist, sondern bei der Bank. Eine Frage zu den Namensaktien, ist das nicht ein unglaublicher Verwaltungsaufwand, gerade bei diesen riesigen Order, also diesen Handelsvolumen, dass wenn man als Kleinaktionäre, die dann mal kaufen, mal verkaufen, dann alles, also immer Namensaktien auszugeben? Ja, eine sehr gute Frage. Wie ist das denn? Wie stellen Sie sich das praktisch vor? Sie gehen jetzt hin bei der Börse und ordern, sagen wir mal, 10 Telekom-Aktien. Was passiert? Wie läuft das ab? Was denken Sie? Telekom hat Namensaktien. Namensstückaktien hat die Telekom. Weiß ich nicht, aber man kann Namensaktien kann ja auch nicht für ein Blankuntersammeln übertragen. Und vielleicht wird es dann einfach so gemacht, dass man eben dann doch nicht den Namen reinschreibt. Mhm. Also, in der Tat, auch bei Namensaktien können Sie das alles zentral verwahren. Auch bei Namensaktien ist es nicht so, dass da jedes Mal eine Kiste mit Aktien wieder alles durchgestrichen wird, vom bisherigen Inhaber unterschrieben wird, beziehungsweise im Auftrag von der Bank und dann übertragen wird, sondern auch das sind reine Buchpositionen. Und der einzige Unterschied bei der Namensaktie ist, dass Sie es auch der Gesellschaft mitteilen müssen. Bei der Inhaberaktie endet die Kette irgendwo beim Zentralverwahrer und es wird gesagt, okay, der verwahrt 1 Million Aktien für die Deutsche Bank. Und die Deutsche Bank sagt, bei uns liegen dann 100 Aktien für A, 100 Aktien für B, 100 Aktien für C und so weiter. Hier muss der Gesellschaft auch gesagt werden, Achtung, die Aktien von Herrn Müller sind jetzt übertragen auf Herrn Schmitz. Das geht aber alles komplett digital, das heißt, da werden keine Briefe verschickt. Das Gesetz geht aber sogar noch weiter, dafür haben wir diese Record Dates, das sagt nämlich, die Banken werden aufgefordert, der Gesellschaft mitzuteilen, ob sie was geändert hat und dann berichtet die Gesellschaft das. Aber in der Theorie kann das sozusagen ad hoc alles elektronisch übermittelt werden, da wird nichts mehr Papier hin und her geschoben. Ja, wenn die Sammelurkunde nicht hinterlegt ist, muss die Gesellschaft ein Aktienregister führen und die Namen der Aktionäre notieren, damit die Strafverfolgungsbehörden herausfinden können, wer der Böse ist. Wie überträgt man Aktien? Das kennen Sie alles. Wenn Sie Anteile einer Personengesellschaft übertragen wollen, erfolgt das ganz normal nach 398 413, Erwerb eines sonstigen Rechts durch Einigung. Wenn Sie Anteile einer GmbH übertragen wollen, erfolgt das ebenfalls im Grundsatz nach 398 413 durch Einigung, aber es braucht die besondere notarielle Beurkundung nach 1534 GmbH-Gesetz. Und im Aktiengesetz ist es auch im Grundsatz so, dass Sie Aktien übertragen können nach 398 413. Und zwar unabhängig davon, ob es Inhaberaktien sind oder Namensaktien. Wenn Sie die Aktie abgetreten haben, dann sagt man, haben Sie auch einen Anspruch aufs Papier nach 952, weil Sie ja Eigentümer des Papiers werden in dem Moment, wo Sie auch Aktionär sind. Bei der Namensaktie sagt man, können Sie im Grundsatz nicht etwa auch durch bloße Abhängigkeit übertragen, sondern auch da brauchen Sie noch 29 folgende. Sie brauchen aber zusätzlich nach 68.2 das Indossament. Und dieses Indossament kann erfolgen, entweder auf den Namen, dass Sie sagen, diese Aktie ist jetzt die Aktie von Herrn Müller, Unterschrift Ihr Name, und dann geben Sie Herrn Müller die Wahl, kommt dann, diese Aktie gehört Herrn Schulze, Unterschrift Müller und so weiter. Sie können aber auch eine Namensaktie Blanco indossieren, wie der Kollege eben schon gesagt hat. Das heißt, an Überbringer, dann ist der jeweilige Inhaber der Aktie derjenige, der Aktionär ist. Das heißt, auch bei der Namensaktie mit Blanko-Indossament ist der jeweilige Inhaber dann Inhaber. Was ist mit dieser Folie passiert? Sehr komisch. Ja,
Sachenrechtlich interessant ist es bei der Globalurkunde, was Sie jetzt hier nicht erkennen können, weil die Folie irgendwie nicht funktioniert hat. Der Aktionär ist mittelbarer Besitzer zweiter Stufe. Sie kennen das alle aus dem Sachenrecht, das ist dieses tolle Besitzhaus. Der Aktionär selber hat aber keinen Kontakt mit der Verwahranstalt, sondern mit seiner Hausbank. Die Hausbank wiederum hat aber auch nicht die Aktie, sondern die Aktie liegt irgendwo zentral, nämlich bei der Clearstream SE. Und die Clearstream ist sozusagen der Zentralverwahrer für alle deutschen Aktiengesellschaften. Das heißt, da liegen alle Globalurkunden im Keller und die verwahren für die Banken verwahren für sie. Sie haben also eine Besitzkette und wenn Sie das sachenrechtlich sauber konstruieren, dann verschaffen Sie die Aktien dann dem neuen Eigentümer nach 929, 931. Sie treten nämlich ab, Ihren Anspruch gegen Ihre Bank auf Übergabe, auf Herausgabe der Aktie an den Erwerber und der Erwerber wird dadurch automatisch neuer mittelbarer Besitzer zweiter Stufe. Das Ganze scheitert nur praktisch natürlich daran, dass es nur eine Aktie gibt, das heißt niemand hat einen Herausgabeanspruch in Bezug auf diese Aktie, das heißt, das ist ein rein fingierter Herausgabeanspruch, es wird sozusagen nur immer der mittelbare Besitz weiter übertragen. Es gibt keinen unmittelbaren Besitz, den Sie jemals herausverlangen können. Ja, das Indossament ist ganz wichtig. Im GmbH-Gesetz haben Sie gelernt, es gibt da einen gutgläubigen Erwerb. Sie können GmbH-Geschäftsanteile gutgläubig erwerben, nämlich auf Grundlage der Gesellschafterliste. 16 Absatz 3 GmbH-Gesetz. Wer in der Gesellschafterliste steht, zu Unrecht, kann jemandem gutgläubig Beteiligung an der GmbH verschaffen, wenn die Liste entweder 3 Jahre zu Unrecht oder wenn die 3 Jahre falsch war oder wenn der Berechtigte die Unrechtigkeit zurechenbar verursacht hat. Wir haben letztes Semester gesehen, zurechenbar verursacht heißt, wenn das nicht berichtigt, obwohl er es berichtigen konnte und hätte wissen müssen. Das gibt es alles im Aktienrecht nicht. Obwohl das Aktienregister nach 67, 68 ähnlich wie die Gesellschaftsliste der GmbH einen Überblick über die aktuellen Aktionäre liefern soll, gibt es keinen daran anknüpfenden Gutglaubenstatbestand. Der Grund dafür ist zweierlei. Erstens kann niemand das Aktienregister einsehen. Das Aktienregister ist ein internes Dokument der AG und Sie kriegen nur Informationen über sich selbst, nicht über die Mitaktionäre. Das zweite ist, dass der Gesetzgeber gesagt hat, im Aktienrecht stellt das Problem des gutgläubigen Erwerbs sich nicht wie im GmbH-Recht, weil da haben wir 932 folgende, das heißt, das Vertrauen stützt auf den Besitz der Aktie und nicht wie im GmbH-Recht auf irgendwelche abstrakten Aussagen oder notariellen Urkunden. Das funktioniert aber alles nur bei der Inhaberaktie. Bei der Namensaktie ist das Vertrauen gerade nicht in das Wertpapier, sondern in die Kette der Vorbesitzer. Und das ist die sogenannte Indossamentenkette. Das heißt, Sie haben den ursprünglichen Aktionär, der steht vorne drauf und auf der Rückseite steht immer, an wen es übertragen wurde. Dann gibt es eine ganze Kette von A an B, von B an C, von C an D und so weiter. Außer es taucht irgendwo ein Blanko-Indossament auf. Sobald das Ganze blanko indossiert ist, dürfen Sie das ganz normal übertragen nach 929 folgende. Dann brauchen Sie keine Indossamente mehr und das Ganze funktioniert. Und das passiert immer dann, wenn das Ganze an der Börse gehandelt wird, denn an der Börse macht es eben keinen Sinn, dass jedes Mal jemand unterschreiben müsste und das Ganze erledigt. Das Ganze ist aber auch erforderlich, wenn Sie das Ganze bei der Bank im Depot haben wollen, weil die Bank hat nicht Schließfächer für jeden Aktionär, wo dessen Aktien drinstehen, sondern die schmeißt die ganzen Aktien in einen Raum rein und gibt Ihnen dann, wenn Sie Aktien haben wollen, irgendwelche aus dem Raum raus. Das heißt, die AG braucht eine Gattungsschuld und Gattungsschuld kann es nur geben, wenn die Aktien austauschbar sind, was wiederum voraussetzt, dass sie blanko indossiert sind. Ja? Der Unterschied ist, auch beim Blanko-Indossament bleibt es eine Namensaktie, das heißt, sie müssen immer noch im Aktienregister eingetragen werden bei der Gesellschaft, um ihre Rechte als Aktionär auszuüben. Bei der Inhaberaktie müssen sie nur die Inhaberaktie als solche vorweisen. Das heißt, der Unterschied ist einfach, es gibt dieses Register. Das ist auch wichtig, weil die Gesellschaft so halt zum Beispiel die Hauptversammlung einberufen kann per Einschreiben und ähnliches,
was sie nicht kann bei der Inhaberaktie, denn bei der Inhaberaktie kennt sie ihre Aktionäre nicht. Da kann ja jeder kommen, der das Papier in der Hand hat. Indossamente sind ganz toll, da kann man ein ganzes Semester Vorlesung Wertpapierrecht zumachen. Das möchten wir hier nicht machen. Sie können auf Indossamentenketten vertrauen. Sie vertrauen dann nämlich nicht darauf, dass jemand Ihnen das Dokument vorlegt, sondern dass er der Letzte in der Kette ist. Das heißt, der Letzte, der in der Kette als Berechtigter genannt ist, darf Ihnen im Zweifel die Aktie übertragen. Und zwar selbst dann, wenn er das Dokument nicht mehr im Besitz hat, sondern es irgendwo anders liegt. Das heißt, Sie vertrauen auf diese Kette. Das kennen Sie vielleicht auch aus dem Hypothekenrecht, wenn Sie einen Hypothekenbrief haben oder Ähnliches. Da haben Sie eine ähnliche Sache, dass Sie vertrauen auf die notariell beurkundeten Abtretungsurkunden. Gut. Grundsätzlich ist die Aktie ein Gesamtpaket. Das heißt, wenn Sie die Aktie übertragen, verschaffen Sie dem Erwerber alle Rechte. Der kann also dann stimmen, der kriegt Dividende, der kriegt Ausschüttungserlös und so weiter. Das komplette Paket. Das Gesetz kennt aber auch die Möglichkeit, dass Sie jemanden ermächtigen, Rechte im eigenen Namen für jemand anderen auszuüben, die sogenannte Legitimationszession. Der wird dann nicht Inhaber des Stimmrechts, der wird auch nicht Inhaber der Aktie, sondern der tut so, als sei er Aktionär, handelt aber auf fremde Rechnung. Praktische Relevanz ist, insbesondere dann, wenn wir die Banken haben. Die Banken handeln nicht im Namen des einzelnen Aktionärs, sondern die packen alles in einen Topf und sagen, wir handeln im eigenen Namen auf Rechnung unserer Kunden. Dann wird nur abgestimmt als Bündel. Das Ganze kennen Sie aus dem BGB auch bei 185. Auch da wird ein fremdes Recht in eigenem Namen ausgeübt, weil man ermächtigt worden ist. Handelsrechtlich auch 366.1 HGB, das sollte Ihnen bekannt sein. Wenn Sie die komplette Aktionärsposition von jemand anderem wahrnehmen wollen, können Sie einen Treuhänder bestellen. Der Treuhänder ist sozusagen der Strohmann, der nach außen so tut, als sei er Aktionär. In Wirklichkeit sind Sie aber derjenige, der die Macht hat, der die Stimmvorgaben macht und die Dividende kassiert. Das riecht nach Geldwäsche und deshalb hat der Gesetzgeber hier auch Maßnahmen ergriffen. Wir haben ein Transparenzregister und das verlangt, dass Sie solche mittelbaren Beteiligungen aufdecken. Das heißt, dass Sie kenntlich machen, dass Sie hier ein böser Hintermann sind. Oder ein netter Hintermann, aber dass Sie eben der wirkliche Aktionär sind. Das nimmt natürlich den Spaß der Treuhänderkonstellation etwas raus. Für die Freunde des Zwangsvollstreckungsrechts, Sie können auch Aktien verwerten im Rahmen der Zwangsvollstreckung. Und zwar, indem Sie ganz normal den Gerichtsvollzieher losschicken, der dann die Aktien wegnimmt und die verwertet. An den Aktien steht dann ganz normal ein Pfandrecht, also genauso wie an Autos und Ähnliches, der Kuckuck draufgeklebt. Und dann kann man halt die Gewinne abschöpfen, bis das Ganze bezahlt ist. Oder man kann die Aktien halt verkaufen im Rahmen der Zwangsversteigerung. Das Ganze geht im Grundsatz auch bei Namensaktien so. Auch die kann der Gerichtsvollzieher wegnehmen und im Rahmen der Sachpfändung verwerten. Das geht sogar dann, wenn die Aktien vinkuliert sind und nicht übertragen werden können, weil allein die Pfändung noch nicht die Übertragung der Aktionärstellung ist, sondern allein eine Vorbereitungshandlung. Allerdings, wenn der Gerichtsvollzieher die Aktie verkaufen will, dann brauchen wir die Zustimmung der AG. Allerdings sagt die Rechtsprechung dann wieder, darf diese Zustimmung nur aus wichtigen Gründen verweigert werden, etwa bei unseren Zuckerrüben oder unserer Milch, wenn die Aktie halt an einen Nichtbauern verkauft werden soll. Ansonsten muss die AG mit Ja stimmen, das heißt, sie kann die Zwangsvollstreckung nicht verhindern. So, damit sind wir beim letzten Punkt zur Aktionärstellung. Wie werde ich den Aktionär wieder los? Das Exit-Recht. Der einfachste Weg, einen Aktionär wieder loszuwerden, ist es,
wenn man ihn dazu bringt, die Aktie zu verkaufen, dann haben wir halt einen neuen Aktionär. Es gibt aber auch bestimmte Fälle, wo das Gesetz sagt, dass der Aktionär gegen Abfindung aus der Gesellschaft ausscheiden kann. Der einfachste Fall ist das Konzernrecht. In dem Moment, wo ein Beherrschungs- oder Gewinnerführungsvertrag geschlossen wird, kann der Aktionär sagen, nö, will ich nicht, ich will raus. Dann muss das herrschende Unternehmen ihm seine Aktien abkaufen und über den Wert kann man dann im eigenen Spruchverfahren streiten. Dasselbe gilt auch im Umwandlungsrecht, wenn Sie die AG grundlegend verändern. Aus AG mach OHG oder aus kleiner AG mach große AG. Auch dann kann der Aktionär ausscheiden. 29 Umwandlungsgesetz sagt das für die Verschmelzung, 125 verweist auf den 29 für die Spaltung und 207 für den Formwechsel. Das heißt, immer dann, wenn die Struktur grundlegend verändert wird, kann er raus. Früher nahm man auch an, dass der Aktionär dann die Gesellschaft verlassen kann, wenn sie von der Börse flieht oder aus der Börse fliegt. Wenn also eine Gesellschaft hingeht und sagt, wir waren bisher an der Börse gelistet und jetzt gehen wir auf den grauen Kapitalmarkt oder ziehen uns ganz zurück und bleiben nur als Familienunternehmen übrig, dann sollte der Aktionär die Chance haben, schnell noch abzuspringen. Diese Rechtsprechung hat der BGH aufgegeben, weil er sie für verfassungswidrig empfand, weil er gesagt hat, das muss der Gesetzgeber regeln und es ist nicht die Aufgabe der Gerichte, den Aktionärsschutz aus dem Nichts zu erfinden. Daraufhin hat der Gesetzgeber es geregelt in 39 Absatz 2 Nummer 1 Börsengesetz und der sagt, es muss ein Erwerbsangebot nach BPÜG erfolgen, das heißt, es muss so getan werden, als wollte jemand die Kontrolle erwerben, bevor man die Gesellschaft von der Börse nehmen kann. Solange es niemanden gibt, der das machen will, muss die Gesellschaft halt weiter börsennotiert bleiben. All das hilft uns aber nichts bei den ganz kleinen, kuscheligen AGs mit den zwei Aktionären oder drei Aktionären. Da sagt die Rechtsprechung, gibt es ein Austrittsrecht aus wichtigem Grund, wenn das Verbleiben in der AG zu völlig untragbaren Ergebnissen führen würde. Das heißt, wenn die Situation unter den Aktionären so ist, dass man sich nicht mehr zusammen blicken lassen kann und damit auch keine gemeinsame Hauptversammlung durchführen kann, dann ist ausnahmsweise auch ein Austritt aus wichtigem Grund möglich gegen Abfindung. Abfindung steht immer unter dem Vorbehalt, dass überhaupt Geld da ist, denn Sie erinnern sich, das Vermögen ist insoweit geschützt, als das Grundkapital nicht umfassen darf. Das heißt, auch hier der Kapitalschutz steht zu beachten. Aber wenn Sie damit hinkommen, kein Problem. Die Steigerung. Bei Konzernrecht und Umwandlungsrecht übernimmt das ja einfach der andere Aktionär oder die Aktien. Ja. Ja. Beim wichtigen Grund übernimmt es immer dann die Gesellschaft. Ja. Okay, und hat dann eben halt nach 10, solange es gibt. Muss sie halt verkaufen halt. Die muss sie halt übertragen. Das ist zwangsläufig so, weil. Die Aktien muss ja kein anderer kaufen. Der andere Gesellschafter kann ja auch nichts dafür, dass er sozusagen jetzt hier ist. Das heißt, in dem Fall geht es an die Gesellschaft. Die Gesellschaft muss dazu aber freies Vermögen haben, um diese Aktien zu erwerben und muss sie natürlich dann direkt weiter veräußern. Ja, die Steigerung zum freiwilligen Verlassen der AG ist das Verlassen der AG gegen den Willen. Das heißt, das rausgeworfen werden und auch hier haben wir erstmal ähnliche Regeln wie im GmbH-Gesetz. Man kann Aktionäre, die ihre Einlagepflicht nicht erfüllen, rauswerfen, indem man die Anteile kaduziert. Bei der Kaduzierung ist umstritten, was eigentlich die Rechtsfolge ist. Die wohl herrschende Meinung sagt, die Aktie gehört dann, nachdem sie kaduziert ist, erstmal niemandem. Die verfällt nicht, die gibt es noch, aber sie ist herrenlos, eine herrenlose Aktie. Und dann geht im zweiten Schritt nach § 65 die Gesellschaft hin und sucht jemanden, der die Aktie erwerben will. Und der wird dann Inhaber der Aktie, und zwar dieser herrenlosen Aktie, die da einfach so rumliegt, die keinem gehört. Die Gegenansicht sagt, wenn die Gesellschaft sozusagen einen neuen Aktionär suchen darf, dann muss sie für diesen Übergangszeitpunkt auch schon Inhaberin der Aktie sein. Das heißt, eine herrenlose Aktie gibt es nicht. In der Übergangszeit gehört die Aktie der Gesellschaft. Einen praktischen Unterschied macht das nicht, weil der Gesellschaft der eigenen Aktie keine Rechte zustehen
und die Gesellschaft auch selber keine Einlage zahlen kann, weil sie die eigene Aktie nicht erwerben darf. Das heißt, das ist eigentlich nur ein Streit um Worte. Die AG muss, bevor sie die Aktie kaduzieren darf, erstmal eine Frist setzen und sagen, bitte zahle. Und anders als im BGB muss mit einer Ablehnungsandrohung verbunden sein. Sie muss also sagen, wenn du nicht zahlst bis zum so und so vielten, wird es dir schlecht ergehen, dann werden wir die Aktie wieder wegnehmen. Und das muss dreimal bekannt gemacht werden. Bei Vinkulierung reicht auch einmal. Selbst dann, wenn die Aktie Ihnen weggenommen wird, erlischt Ihre Haftung nicht. Sie müssen trotzdem weiter zahlen. Sie verlieren nur die Aktie und das Geld, was der Dritte dann zahlt, wird angerechnet. Das ist die Kaduzierung, wenn Sie Ihre Einlagepflicht nicht erfüllen. Das Gesetz kennt aber auch die Einziehung von Aktien. Bei der Einziehung gehen die Anteile endgültig unter. Es gibt also am Ende weniger Aktien als vorher. Und Sie bekommen eine Abfindung. Die Einziehung von Aktien setzt voraus, dass das Grundkapital herabgesetzt wird. Das ist ziemlich offensichtlich, warum. Weil Sie vorher mehr Aktien haben als hinterher. Und wenn jede Aktie einen Nennbetrag hat, ist halt bei Einziehung von Aktien gegen Abfindung das Grundkapital gesenkt. Die Einziehung erfolgt mit Hauptversammlungsbeschluss. Und weil das Grundkapital sinkt, brauchen wir besondere Gläubigerschutzvorschriften. Nämlich die der Kapitalherabsetzung. Es wird bekannt gemacht, die Gläubiger können Sicherheiten verlangen, damit sie eben nicht auf einmal mit einer leeren AG dastehen. Keinesfalls darf das Mindestgrundkapital unterschritten werden, das heißt 50.000 müssen trotzdem noch übrig bleiben, nur dann, wenn sie mehr haben, können sie es überhaupt in Betracht ziehen. Bereits angedeutet habe ich den Squeeze-Out. Nach 327a folgende, wenn Sie 95% der Stimmrechte haben, können Sie auf der Hauptversammlung beschließen, dass alle anderen rausfliegen. Voraussetzung dafür ist eine 95% Mehrheit und dann sind die ausgeschlossenen Aktionäre in bar abzufinden. Das heißt, der Mehrheitsaktionär muss denen einen angemessenen Betrag zahlen. Auch hier wieder Spruchverfahren. Neben dem Verfahren nach dem Aktiengesetz haben wir auch ein besonderes Squeeze-Out-Verfahren im Übernahmerecht. Nachdem Sie das Übernahmeangebot gemacht haben, können Sie die anderen Aktionäre dann rausschmeißen. Der Unterschied ist, das 327a-Verfahren gilt immer, während das 39a-Verfahren gilt nur auf dem Kapitalmarktübernahmerecht, das heißt nur dann, wenn Sie wirklich in diesem Verfahren drin gewesen sind. Und schließlich gibt es auch hier wieder ungeschrieben den Ausschluss aus wichtigem Grund. Wenn 3/4 der Hauptversammlung sagen, der soll rausfliegen, dann können Sie einen Aktionär aus der Gesellschaft entfernen. Aber der wichtige Grund ist hier gerichtlich voll überprüfbar. Das heißt, der Aktionär kann dann sagen, das ist alles gelogen oder das ist alles falsch. Und dann kann man darüber streiten. Solange dieser Streit läuft, bleibt er weiter Aktionär. Das heißt, so schnell geht es dann doch nicht mit dem Rauswurf. Ja, Squeeze-Out, nochmal hier auf einer Folie. Es gibt drei verschiedene Arten des Squeeze-Out. Der aktienrechtliche in 327a mit der 95% Mehrheit und der übernahmerechtliche nach 39.1. Nach einem Übernahmepflichtangebot sind dann, wenn dem Erwerber mindestens 95% gehören, auf seinen Antrag die übrigen Aktien zu übertragen. Sie sparen sich also den Hauptversammlungsbeschluss. Umwandlungsrechtlich ist die dritte Lösung. Wenn Sie Formwechsel oder Verschmelzung oder Spaltung machen, kann die Hauptversammlung der übertragenen Aktiengesellschaft innerhalb von 3 Monaten beschließen, dass derjenige rausfliegt, der 90% hat. Also der 90% Gesellschafter kann die anderen rausschmeißen. Der Unterschied ist hier, wie gesagt, 90 statt 95%. Der umwandlungsrechtliche Squeeze-Out ist also leichter. Gut, das zu diesem langen Thema. Damit kommen wir jetzt zu dem Thema, was praktisch am meisten Stress macht, könnte man sagen, bei den Aktiengesellschaften,
nämlich Kapitalmaßnahmen. Kapitalmaßnahmen sind deshalb toll, weil sich bei den Kapitalmaßnahmen alles, was wir bisher gelernt haben, insgesamt verbindet. Wir müssen reden über Hauptversammlungen, wir müssen reden über Kapital, wir müssen reden über Aktionärsrechte, über Vorstandshaftung. Alles, was wir bisher gemacht haben, taucht auf im Rahmen der Kapitalerhöhung. Damit das Ganze möglichst harmlos ist, fangen wir an mit den Grundlagen. Und das Bild ist weg. Das ist schlecht. Warum ist das Bild weg? Ich sehe es hier. Ich sehe die Folie, Sie sehen sie nicht. So. Ja, also zunächst mal eine gewisse Wiederholung. Was macht so eine AG eigentlich? Eine AG sammelt das Kapital der Aktionäre und das auf möglichst breiter Basis, das bei möglichst vielen Aktionären. Gleichzeitig soll das Kapital aber auch langfristig gebunden werden, was so ein bisschen paradox ist, weil man einerseits sagt, die Gesellschaft soll möglichst breite Leute einsammeln, andererseits sollen die aber ihr Geld nie mehr zurückkriegen, das soll also dauerhaft da drin bleiben. Und schließlich gibt es keine feste Verzinsung, die Leute erklären sich also bereit, mit einer gewinnabhängigen Dividende zu leben und nachrangig gegenüber allen anderen Gläubigern ihr Geld zurückzukriegen. Gleichzeitig sollen die Aktionäre möglichst flexibel bleiben, die Aktien sollen verbriefbar werden, sie müssen am Kapitalmarkt gehandelt werden, der Börsenpreis soll den echten Wert indizieren und der Überwachungsaufwand für die Aktionäre soll möglichst niedrig sein. Schließlich hat es noch einen sozialistischen Gedanken, die Unternehmen sollen nicht in der Hand von irgendwelchen reichen Familien sein, sondern jeder Bürger soll mit seinem Privatvermögen unternehmerisch tätig werden können, indem er sich ein paar Aktien kauft. Mit 50 Euro sind Sie dabei und schon sind Sie Aktionär und Ihnen gehört Deutschland. Du bist Deutschland, die Aktie. Ja? So die tollen Ideen. Sie erinnern sich auch an das Grundkapital. Grundkapital ist nicht das Gesellschaftsvermögen. Warum nicht? Was gehört auch zum Grundkapital? Was gehört nicht zum Grundkapital, sondern zum Gesellschaftsvermögen? Was ist der Unterschied? Also, Grundkapital ist passiver Gesellschaftsvermögensaktiver. Ja, das ist eine schräge Aussage. Ja, in der Tat, Sie würden die Summe jeder Bilanzseite als Gesellschaftsvermögen bezeichnen. Also eine sagt schon die Herkunft, bei passiver würden Sie angeben, was die Herkunft des Vermögens, Eigen- oder Fremdkapital, während auf der Aktivseite würden Sie sagen, worin äußerliches Vermögen, also welche Gegenstände es sind. Das heißt, das können Sie nicht so sagen, dass es bei aktiver und passiver geht, aber in der Tat, das Grundkapital ist der Teil des Eigenkapitals, was der Teil am Gesellschaftsvermögen ist, der gebunden ist durch Rückzahlungsverbote und Ähnliches. Und zwar nur der gebundene Teil. Das andere ist der freie Teil. Warum ist das nicht das komplette Eigenkapital? Was ist denn Eigenkapital, aber kein Grundkapital? Gibt es Eigenkapital, was kein Grundkapital ist? Ja, wenn ein Agio eingezahlt ist, selbstverständlich, aber auch viel einfacher, jede Rücklage, die gebildet worden ist, oder? Ja, natürlich. Die Gewinne, die im Laufe des Jahres erwirtschaftet waren, sind auch erstmal Eigenkapital. Also im Grunde, der Großteil sollte im Idealfall Eigenkapital sein. Das Fremdkapital ist halt das, was übrig bleibt. Und warum ist es kein Stammkapital?
Was ist zwischen Grundkapital und Stammkapital? Toll, ja, Vokabeltest. Stammkapital ist ja das Grundkapital der GmbH. Ja, Stammkapital heißt es nur in der GmbH, Grundkapital heißt es in der AG. Also nie verwechseln, in der AG nie von Stammkapital sprechen, in der GmbH nie von Grundkapital sprechen. Sonst meint das aber inhaltlich dasselbe, es ist immer das gebundene Vermögen. Das Grundkapital wird in festen Beträgen festgesetzt, und zwar in der Satzung. Der feste Betrag muss mindestens 50.000 betragen, er kann aber theoretisch beliebig hoch werden. All das wissen Sie schon. Gut. AGs können sich neues Eigenkapital beschaffen auf einem einfachen Weg, da steht die Innenfinanzierung, damit ist gemeint, indem sie einfach Produkte verkaufen oder Dienstleistungen erbringen. Die Telekom gibt nicht jedes Mal, wenn sie Geld braucht, neue Aktien aus, sondern sie verkauft neue Smartphones und Handytarife. Damit finanzieren sich Unternehmen normalerweise. Der andere Weg ist, sie können neue Aktien ausgeben, einen neuen Börsenstart, eine dritte Börsentranche, neue Aktien ausgeben, ist ein Weg. Und der letzte Weg ist sonstige Leistungen der Gesellschafter. Einfachster Fall ist unser Rübenzuckerfall, in dem die Gesellschaft halt Rübenzucker von ihren Aktionären kriegt, kriegt sie automatisch auch Geld oder zumindest geldwerte Leistungen, mit denen sie arbeiten kann. Schließlich haben wir gesehen, gibt es Aktien. Aktien sind die Anteile des Einzelnen am Grundkapital. Die können sein Nennbetragsaktie oder Stückaktie. Sie erinnern sich düster daran, die Nennbetragsaktie ist die, wo vorne drauf steht, wie viel sie wert ist. Und bei der Stückaktie wird das Quotal berechnet. Da steht also nicht drauf, eins von so und so viel Stück, es steht einfach nur ein Stück. Und Sie müssen halt nachgucken, wie viel es insgesamt gibt, dann haben Sie Ihre Quote ausgerechnet. Wichtig, in beiden Fällen muss der Mindestbetrag 1 Euro sein. Bei der Nennbetragsaktie steht einfach drauf, hier drauf 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 100 Euro. Bei der Stückaktie wird der Nennbetrag errechnet. Das heißt, Sie gucken, wenn es 1 Million Aktien gibt und das Grundkapital 5 Millionen ist, ist die einzelne Aktie wie viel wert? Dann ist keiner mehr im Blick. 5 Millionen Euro ist das Grundkapital, 1 Million Aktien gibt es. Wie viel ist dann eine Aktie wert? Das ist der errechnete Nennbetrag. Fünf Euro, sehr gut. Jetzt fragen Sie sich, warum macht irgendjemand Stückaktien? Können Sie sich jetzt erklären, was ist der Vorteil? Was ist der Witz bei den Stückaktien? Das scheint mir doch relativ offensichtlich, oder? 5 Millionen durch 1 Million macht 5. Hätten wir gleich 5 Euro draufschreiben können. Wo ist denn der Witz? Der Wert ist es nicht unbedingt. Was hängt davon ab? Es ist nicht der Wert. Die Aktie ist es, wie viel die Aktie wert ist, hängt davon ab, wie viel Geld dahinter steht. Die Beteiligung, ja. In der Tat, die Beteiligung davon ab. Warum wird das interessant? In welchem Fall? Bei einer Kapitalerhöhung, no, schwieriger. Ja, beim Bezugsrecht, da schon. Denken Sie mal spiegelbildlich zur Kapitalerhöhung. Welches Problem haben Sie, wenn Sie Nennbetragsaktien haben und dann das Kapital auf die Hälfte herabsetzen? Dass Sie erstmal gucken müssen, wie viele Aktien von wem Sie jetzt einziehen, entsprechend des Wertes draufstehen. Ja. Also das Problem ist, wenn Sie eine Aktie von 5 Euro haben, Sie können keine Aktie mit krummen Beträgen ausgeben, es müssen immer glatte Nennbeträge rauskommen. Das heißt, die Aktie mit 2,50 Euro wäre schlecht. Das heißt, Sie können relativ leicht runden.
Aktuell geworden ist das, als die Euro-Einführung kam. Sie können sich das nicht vorstellen, es gab früher eine andere Währung in Deutschland, die hieß nicht Euro, die hieß D-Mark, Deutsche Mark. Und der Umrechnungskurs ist, Sie kriegen für 1,95583 D-Mark 1 Euro. Ja? Also Sie brauchen im Grunde 1,95583 D-Mark, um 1 Euro zu kriegen. Und Sie können sich kaum vorstellen, als das Aktiengesetz in Kraft trat, gab es noch Reichsmark und dann gab es Goldmark und es gab immer wieder mal neue Währungen und die Umrechnungskurse bei Währungsreformen sind nie 1:1 oder 2:1, sondern immer irgendwas Blödes. Und damit das alles elegant vonstatten geht, ist eine Stückaktie ganz schön. Dann haben Sie bisher eine Aktie gehabt, die einen Wert hatte von 2 D-Mark und jetzt haben Sie eine Stückaktie, die einen Wert hat von 1,955. Das ist kein Problem, weil Sie haben immer ein Stück. Da können krumme Zahlen rauskommen, rechnerisch spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, immer dann, wenn Umstellungsprobleme auftreten würden, ist das schön. Sie haben dann keine Brüche, sondern Sie haben dann immer noch ein Stück oder zwei Stück oder drei Stück und so weiter. Es bleiben schöne, glatte Zahlen und Sie müssen keine Komma-Rechnung betreiben. Gut, jetzt zur Kapitalerhöhung. Wir unterscheiden zwei Arten der Kapitalerhöhung, die effektive und die nominelle. Die effektive Kapitalerhöhung ist die, die Ihnen wirklich Geld einbringt. Deshalb ist sie effektiv. Sie bringt Ihnen echtes Geld in die Kasse. Nicht Kapitalerhöhung, sondern Kapitalerhöhung gegen Einlagen. Wie funktioniert das? Sie sagen, wir brauchen neues Geld, wer will Aktien kaufen, bringen neue Aktien auf den Markt und die Leute kaufen die Aktie zum Nennbetrag und alle sind glücklich. Daneben haben wir zwei Erleichterungen, das bedingte Kapital und das genehmigte Kapital. Das bedingte Kapital ist dazu gedacht, dass Sie vorab sagen, es wird eine bestimmte Menge an Aktien ausgegeben, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt. Und Sie können zum Beispiel ein bedingtes Kapital einrichten, wenn Sie Wandelschuldverschreibungen ausgeben. Wissen Sie, was eine Wandelschuldverschreibung ist? Da haben wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen, als wir über Kapital geredet haben. Eine Anleihe, die sich am Ende ihrer Laufzeit in eine Beteiligung umwandelt. Ja. Sie haben ein Darlehen. Das Darlehen wird verbrieft durch eine Inhaberschuldverschreibung. Das heißt, Sie haben ein Wertpapier. Und dieses Wertpapier sagt erstmal nur, Sie kriegen ein Darlehen zurückgezahlt oder Sie kriegen da Zinsen drauf. Am Ende der Laufzeit haben Sie aber dann das Wahlrecht zu sagen, ich möchte gerne, dass getauscht wird statt der Rückzahlung dieses Papier gegen eine Aktie. Das heißt, die Gesellschaft spart sich dann die Ausgabe von Geld und kriegt stattdessen einen neuen Aktionär dazu. Damit die AG das machen kann, hat sie zwei Möglichkeiten. Sie kann entweder Aktien von sich selber am Kapitalmarkt erwerben, das darf sie für diesen Fall, oder sie kann ein bedingtes Kapital geschaffen haben und sagen, okay, für diesen Zweck gebe ich neue Aktien aus und der Beschluss ist schon vorab gefasst, dass da sozusagen ein Puffer besteht, mit dem der Vorstand neue Aktien generieren kann. Das Ganze dürfen Sie nicht machen, um Aktionären Aktien zu geben. Denn das wäre zirkulär, die Aktionäre haben ein Bezugsrecht dann, wenn eine Kapitalerhöhung durchführt und wenn sie dann ein bedingtes Kapital einführen, um das Bezugsrecht zu befriedigen, lösen Sie damit direkt wieder das Bezugsrecht aus und kommen damit in eine Endlosschleife. Das macht also keinen Sinn. Das Bezugsrecht gilt nur für Dritte, die nicht als Aktionäre Aktien verlangen können. In der Praxis haben wir fast nur genehmigtes Kapital. Genehmigtes Kapital hat einen großen Vorteil. Die normalen Kapitalerhöhungen müssen mit 3/4 Mehrheit von der Hauptversammlung geschlossen werden. Wenn Sie sich erinnern an vor 3, 4 Vorlesungen, haben wir darüber gesprochen, wie so eine Hauptversammlung abläuft. Sie müssen dafür erstmal einberufen im Bundesanzeiger. Dann müssen Sie Fristen wahren, die insgesamt so ungefähr 2 Monate sind. Und dann müssen Sie das Ganze noch eintragen lassen im Handelsregister, was im schlimmsten Fall auch nochmal 1 Monat dauert. Außer jemand erhebt Anfechtungsklage, dann dauert es noch 1/2 Jahr. Und wenn Sie jetzt dringend Geld brauchen und all diese Schritte machen müssen, dann können Sie normalerweise nicht 8 Monate warten, bis Sie an Ihr Geld kommen. Deshalb
erteilen die Aktionäre dem Vorstand eine Ermächtigung und sagen, du darfst, ohne uns nochmal zu fragen, neue Aktien ausgeben und das in einem bestimmten Umfang. Dann kann der Vorstand hingehen, wenn er Geld braucht und sagt, okay, wir brauchen neues Geld, jetzt geben wir Aktien aus und er braucht dafür nur die Zustimmung des Aufsichtsrats, die Hauptversammlung wird nicht mehr gefragt. Das ist die sogenannte effektive Kapitalerhöhung. Es wird neues Geld in die Gesellschaft gebracht, jemand bringt Einlagen. Demgegenüber kennen wir auch die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, die nominelle Kapitalerhöhung. Wenn Sie sich an das erinnern, was ich Ihnen eben gesagt habe, so Verhältnis von Grundkapital zu Eigenkapital, welche Folge hat eine nominelle Kapitalerhöhung? Was passiert da? Genau. Es wird auf einmal aus freiem Vermögen gebundenes Vermögen. Das heißt, Vermögen, was ich bisher eigentlich ausschütten konnte, wird auf einmal gebunden, das heißt der Grundkapitalbindung unterworfen. Dafür haben wir auch ein eigenes Verfahren im Aktiengesetz, damit diese Bindung eben mal geordnet vonstatten geht. Auch dafür 3/4 Mehrheit, aber es muss halt nichts nachgezahlt werden. Gut, das ist die ganz grundlegende Entscheidung. Solche Dinge bestehen immer wieder mal. Das ist nichts Neues. Das haben wir schon gehabt. Wie funktioniert das Ganze nun? Nun, zunächst mal brauchen wir eine Hauptversammlung und die Hauptversammlung beschließt mit einer 3/4 Mehrheit, dass das Kapital erhöht werden soll. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Das Grundkapital steht wo? Woher wissen die, wie viel Grundkapital eine Gesellschaft hat? In der Satzung. Und jede Satzungsänderung braucht eine 3/4 Mehrheit. Das heißt selbstverständlich auch die Kapitalerhöhung. Ja? Also als Satzungsänderung selbstverständlich 3/4 Mehrheit. Damit aber nicht genug. Das Ganze hat auch noch besondere Vorgaben im 182 Aktiengesetz. Und der Beschluss über die Kapitalerhöhung wird dann auch im Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht. Damit ist aber jetzt nur der Beschluss gefasst, das Geld ist noch nicht da. Deshalb gibt es eine Phase 2 und in der Phase 2 wird das Ganze dann auch praktisch durchgeführt. Und das besteht in zwei Schritten. Der erste Schritt ist die Zeichnung. Erinnern Sie sich daran, Zeichnung heißt, jemand verpflichtet sich, die Aktien zu übernehmen und die Einlage zu erbringen. Und dann in der Erbringung der Mindesteinlage, das heißt, der Aktionär geht hin und zahlt das ein, was er mindestens einzahlen muss. Der 188.2 verweist auf 36a. Erinnert sich noch an 36a, was sagt er uns? Wie viel ist da mindestens einzuzahlen? Ja, ein Viertel des Betrages, dann bin ich raus. Ja? Und schließlich, wenn die Schritte alle erfolgt sind, wird die Kapitalerhöhung als solche eingetragen und bekannt gemacht. Das heißt, erst dann wird die Satzung wirklich geändert und das Geld wird, es wird so getan, als hätte die Gesellschaft das Geld bekommen. Also immer drei Schritte. Erst Hauptversammlung, dann Übernahme, dann Eintragung. 1, 2, 3. Das Ganze klingt auf den ersten Blick sehr unspektakulär. Sie denken sich, ja, wo ist denn da das Problem? Fangen wir mit dem unproblematischeren Teil an. Die Erbringung der Einlage, grundsätzlich hier Bareinlagen. Bareinlagen in dem Sinne, es wird schlicht Geld eingezahlt oder überwiesen auf ein Konto der Gesellschaft. Da gilt das ganz Allgemeine, was wir schon am Anfang gelernt haben, Sie müssen das Viertel einzahlen. Und dann ist das Geld da. Schwieriger wird es bei Sacheinlagen. Sie können genauso wie bei der Gründung auch bei der Kapitalerhöhung Sacheinlagen erbringen. Die müssen offengelegt werden, das heißt, es muss in der Satzung drinstehen. Die Einlage erfolgt durch Einbringung eines Unternehmens, eines Patents oder was auch immer. Und das Ganze wird dann von einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Umstritten ist, ob die Prüfung nur bezüglich des Mindestausgabenbetrages, das heißt in Bezug auf den Nennbetrag erfolgt, oder
ob auch bei einem freiwillig daraus gehenden Betrag eine Prüfung erforderlich ist. Das heißt, es wird nicht nur geguckt, ob das Patent genau die 16 Millionen wert ist, sondern es wird auch geguckt, ob das auch mehr wert ist, wenn das so behauptet wird. Denn es muss offengelegt werden, der tatsächliche Wert. Und wenn Sie sagen, ich kaufe eine Aktie im Werte von 16 Millionen für 50 Millionen, dann wird geguckt, ob es wirklich 50 Millionen sind. Die Gegenansicht sagt, es muss geguckt werden, ob es 16 Millionen wert ist. Wenn es mehr wert ist, ist es eh egal. Ausnahmsweise kann von der Prüfung abgesehen werden. Auch das haben wir schon bei der Gründung besprochen. Wenn es nämlich um die Einbringung von Aktien, börsennotierter Unternehmen geht, da wird gesagt, da reicht der Börsenkurs, da brauche ich keinen Wirtschaftsprüfer, ob diese Aktien wirklich so viel wert sind. Ja. Dann kommt das Bezugsrecht. Das Bezugsrecht ist der Teil, wo es wirklich unangenehm für den armen Aktionär wird. Beim Bezugsrecht ist es nämlich so, dass der Aktionär Angst haben muss, dass seine Quote sinkt. Wie sieht das aus mit der sinkenden Quote? Das habe ich Ihnen mal vorgerechnet. Warten Sie, auf dieser Folie. Wir haben eine Gesellschaft, die hat ein Grundkapital von 2 Millionen. Und sie hat ausgegeben 20.000 Aktien. Damit haben diese Aktien einen Nennbetrag von was? 10 Euro. Jetzt, Börsenkurs ist 40 Euro, haben wir Aktionär A, der ist beteiligt in Höhe von 10.000 Aktien. 10.000 Aktien machen 5% aus. Einverstanden? Mehr hat er nicht. So arm ist der. Und jetzt geht die Gesellschaft hin und erhöht ihr Kapital um 1 Million Euro. 1 Million Euro entspricht wie viel Aktien? Wenn Sie den Nennbetrag gleich halten wollen, jetzt kommen wir zum Problem. Die Aktien werden ausgegeben für 30 Euro. 30 Euro sind weniger als 40 Euro. Jetzt kommt der schwierige mathematische Teil. Warum hat jetzt unser Aktionär A Sorgen? Warum ist das für ihn ein Problem? Er sagt so, toll. Jemand für einen geringeren Betrag denselben Anteil bekommen kann, wie er jetzt ehemals für 10.000 Euro. Ja, in der Tat, das erste Problem ist, dass jetzt jemand hingehen kann und für diese neuen Aktien 30 Euro pro Stück bezahlt und damit sehr schnell auf genauso viele Aktien kommt wie er. Also er hat weniger bezahlt als er. Ja, sein Gesamtanteil in Aktien sinkt. Er hat nämlich bisher 10.000 von 200.000 und jetzt hat er 10.000 von 300.000. Also was muss er tun, wenn er die gleiche Quote halten will? Das heißt die 5%. Warum sind 5% überhaupt interessant? Was können wir mit 5% so alles machen? Sind 5% nicht irgendwie wenig? Wofür brauchen Sie 5%? Wenn Sie jetzt wirklich kein gutes Gedächtnis haben, erinnern Sie sich, was ich eben gesagt habe, was können Sie mit 95% machen? Ja, solange Sie die 5% haben, kann man sie nicht rausqueasen. Wenn aber jemand erhöht und sie kommen auf einmal unter die 5, besteht die Gefahr, dass man sie gegen ihren Willen rausschmeißt. Das ist schon mal eine Sache. Ist das alles, was sie mit 5% können? Verhindern, dass sie rausgespießt werden, also sich festklammern. Können sie mit 5% nur zum Klammeraffen werden?
Denken Sie an die Hauptversammlung. Ja. Ja, genau. Sie haben diese Rechte in Bezug auf die Hauptversammlung. Das heißt, auch diese hängen davon ab, dass Sie genau 5% haben oder mehr. Wenn Sie weniger haben, verlieren Sie die. Das heißt, wenn er diese Rechte behalten muss, möchte, was muss er tun? Ja, er muss 5.000 Aktien nachkaufen. Und welches Problem hat er? Wie viel muss er für die 5.000 Aktien bezahlen? Nein. Warum muss er keine 50.000 bezahlen? 15. Wie kommen Sie auf 15.000? Wie viel muss er bezahlen? Mehr? 150 müsste er bezahlen, wenn er sie zum Ausgabebetrag bekäme. Aber was ist das, was ihm passieren könnte? Wenn die Aktien an jemand anderen gehen, sagen wir mal, Herr X kriegt 100.000 Aktien, was muss er dann tun? Da muss er sie ja zumindest mal zum Kurs kaufen. Ja, er muss sie mindestens zum Kurs kaufen. Das heißt, er zahlt den Börsenkurs. Und das sind wie viel? 40. Also muss er für, ja, genau, er muss 200.000 Aktien zahlen, um seine Quote zu halten. Ja, also er muss für die 5.000 Aktien 200.000 Euro zahlen. Das heißt, die Nummer ärgert ihn schon ein bisschen. Vor allen Dingen, erstens muss er überhaupt zahlen, um seine Quote zu halten. Und zweitens, er mehr zahlen muss als möglicher Herr X. Damit das nicht passiert, hat das Gesetz gesagt, müssen die Aktionäre zuerst gefragt werden, ob sie Aktien erwerben wollen. Das ist das Bezugsrecht. Das heißt, bevor irgendjemand anders die Aktien für 30 Euro kriegt, muss zuerst unser Aktionär A gefragt werden. Und alle anderen auch. Klar, dieses System bisher? Gut. Nun ist es aber in der Praxis so, dass das natürlich sehr hinderlich wäre, gerade bei unserem genehmigten Kapital. Und deshalb ist das Ganze nicht zwingend. Und das ist deshalb ärgerlich, weil natürlich der Vorstand das recht schnell ausschließen möchte. Die Gründe dafür sind offensichtlich. Erstens, das Ganze verzögert die Kapitalerhöhung, wenn Sie erst alle fragen müssen, wollt ihr die Aktien haben und erst dann Dritte fragen dürfen, dann dauert das mindestens die Zeit, die Sie für die Frage brauchen. Und das sind mindestens 2 Wochen nach dem Gesetz. Das ist schon mal langsam. Wenn Sie jetzt Geld brauchen, wollen Sie nicht 2 Wochen warten. Das Zweite ist, möglicherweise wollen Sie, dass nicht einfach nur Geld reinkommt, sondern es sollen gerade bestimmte Sachen reinkommen. Sie wollen ein neues Unternehmen erwerben, ein Start-up und sagen, wir bezahlen nicht in Cash, sondern in Aktien. Das heißt, wir kaufen euch, aber ihr kriegt dafür unsere Aktien. Dann müssen Sie natürlich genau den Leuten die Aktien geben. Wenn Sie erst Ihre Aktionäre fragen müssten, dann kann es passieren, dass das Ganze daran scheitert. Und schließlich wäre es denkbar, dass Sie die Aktien gar nicht ausgeben können, weil es viel zu aufwendig ist. Dafür hat der Gesetzgeber ausdrücklich eine Ausnahme geschaffen in 186.5. Wenn Sie nur eine Bank zwischenschalten, die die Aktien dann an die Aktionäre verteilt, ist das unproblematisch. Sie müssen also die Aktien nicht direkt an die Aktionäre schicken. Sie können sozusagen die Aktien erst einer Bank geben und die Bank fragt dann die Aktionäre, ob sie die haben wollen. Also diese Zwischenschaltung von Kreditinstituten ist okay. Das heißt, der dritte denkbare Grund ist vom Gesetzgeber sogar ausdrücklich generell als Bezugsrechtsausschluss vorgesehen. In den beiden oben genannten Fällen muss der Vorstand aber das Bezugsrecht ausschließen und das kann er tun, indem er einen entsprechenden Beschluss auf der Hauptversammlung fassen lässt. Dieser Beschluss braucht eine Dreiviertelmehrheit. Dreiviertel heißt, es dürfen maximal 24,99999% dagegen stimmen.
Das Ganze muss dann vorher auch ausdrücklich bekannt gemacht werden. Achtung, es wird über einen Bezugsrechtsausschluss beschlossen und es muss informiert werden, warum. Es müssen Gründe offengelegt werden. Der Vorstand muss dazu einen Bericht erstatten, schriftlich und mündlich. Und dann braucht man noch bestimmte materielle Voraussetzungen. Diese materiellen Voraussetzungen sind zunächst mal in der Rechtsprechung verankert. Und zwar braucht man sachliche Gründe im Interesse der Gesellschaft. Sachliche Gründe bedeuten etwa Sanierung, Platzierung einer ausländischen Börse oder Einbringung eines Unternehmens. Es muss ein Grund sein, der einem vernünftigen Unternehmer sofort einsichtig ist. Damit aber nicht genug. Die Rechtsprechung verlangt auch einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Sie kennen das alle aus dem öffentlichen Recht. Drei Voraussetzungen brauchen Sie dafür, nämlich was braucht man für eine Verhältnismäßigkeitsprüfung? Öffentliches Recht. Ja, es muss geeignet sein. Ja. Dann zweite Voraussetzung. Erforderlich. Erforderlichkeit bedeutet was? Ja, relativ mildes Mittel. Es gibt kein milderes Mittel, was zum gleichen Ziel führt. Und die dritte Voraussetzung, die Sie in Ölrechtsklausuren immer am liebsten prüfen, wo Sie dann immer 50 Seiten schreiben können. Die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne oder Angemessenheit, wo Sie eine Abwägung durchführen, irgendwie nach eigenem Augenmaß und sagen, ja, das ist wichtiger, das ist unwichtiger. Das prüfen Sie auch hier. Sie prüfen zunächst den sachlichen Grund und dann prüfen Sie, ist das überhaupt geeignet, dieses Ziel zu erreichen? Ist der Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht geeignet, um dieses Ziel zu erreichen? Da können Sie meistens sagen, ja. Zweitens, Erforderlichkeit, hätte man das Ziel auch auf anderem Wege erreichen können. Etwa hätte man das Unternehmen auch gegen Bargeld kaufen können oder gegen irgendwelche Sachen. Hätte man sagen können, okay, kriege ich unser Patent oder was auch immer. Wenn das der Fall ist, ist das subsidiär. Und schließlich wird dann abgewogen, ist das für das Unternehmen wirklich so wichtig, dass man auf dieses Grundrecht der Aktionäre, Artikel 14.1, verzichten kann? Nur dann, wenn das Interesse der Gesellschaft insgesamt überwiegt, darf man die Aktionäre ausschließen. Ansonsten setzt sich der individuelle Schutz der Aktionäre durch. Der Gesetzgeber hat diese schöne Abwägung des BGH irgendwie zu kompliziert gefunden und hat gesagt, das können wir einfacher machen. Und der BGH und der Gesetzgeber hat 186 Absatz 3 Satz 4 eingeführt und diese Norm sagt, dieses ganze Abwägen und Diskutieren und sowas kann man alles vergessen, wenn ich die Aktien zu einem Kurs ausgebe, der ohnehin ungefähr dem Börsenkurs entspricht. Warum hat der Gesetzgeber das gesagt? Also wenn ich sozusagen eine Gegenleistung kriege, die ungefähr dem Börsenkurs entspricht oder sogar ein bisschen drüber liegt. Warum brauche ich dann kein Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre? Ja, dann können die Aktionäre, wenn sie ihre Quote halten wollen, einfach Aktien über die Börse nachkaufen. Das heißt, dann brauchen sie nicht am Bezugsrecht teilzunehmen, können sie das ein Kladderadat sparen und sagen, kauft über die Börse. Also es geht im Wesentlichen um den Fall, den wir eben gesehen haben. Das heißt, der Ausgabekurs liegt unter dem Börsenkurs. Ja, aber je nachdem, wer mein neuer Aktionär wird, also wen ich da bekannt gebe, kann das ja auch zu einem Sprung des Börsenkurses führen in dem Moment und kann auch erfolgen. Ja. Ja, das ist halt das Risiko. Ne? Aber der Punkt ist natürlich, die Kapitalerhöhung geht ja nicht gleich auf 100%, das heißt, das hält sich auch im Rahmen, das wird im Zweifel nicht so schnell passieren. Gut, das ist die einfache, effektive Kapitalerhöhung. In der nächsten Stunde müssen wir uns nochmal mit ein paar Entscheidungen beschäftigen, nämlich mit den dort genannten. Den Namen sollten Sie schon mal gehört haben. Kali und Salz, Holzmann, Deutsche Bank, Siemens Nold, Commerzbank Mangusta. Da geht es um Kapitalerhöhungen und sachliche Gründe. Das machen wir nächste Woche. Dann haben wir alles erledigt, was man im Aktienrecht so wissen muss. Und Sie kennen sich dann perfekt aus und können dann bei
Freshfield oder Hengler Müller oder Gleis Lutz anfangen und ein Monatsgehalt von 50.000 kassieren. Also nächste Woche Aktienrecht.